Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Ist Arnold. Okay. Er versucht verzweifelt, sich vor der grausamen und gnadenlosen Regierung zu verstecken, die ihn 24 Stunden zwingt, Liebe zu machen. Okay, nein, es hört sich geil an, aber Junge, du bist da so außer Atem, dass du nicht mal mehr Atem hast. Du bist doch dann komplett leergesaugt. Am 20. Juli war... Du bist dann total entliebt, Alter. Arnold auf einer intergalaktischen Kreuzfahrt. Als er am 27... Warum gibt's sowas nicht in unserer Welt, Alter? ...am 20. zurückkehrte, beste Urlaub ever. Er keinen einzigen Mann mehr auf der Erde. Oh, hat er vielleicht irgendwas kaputt gemacht? Aber auch alles läuft seither schief. Telefone und Mikrowellen funktionieren nicht. Oh. Uber wurde durch Fahrräder und Pferdewagen ersetzt. Na gut, das ist ja nicht schlecht. Es geht wieder zurück in die Vergangenheit. Wenn so ein Pferdewagen, ich meine, so Pferde und Kutschen war doch eigentlich ganz geil. Gut, es hat eine längere Zeit gedauert. Größere Auseinanderreichweiten zu überwinden. Statt Lampen in Häusern wurden wieder Kerzen angezündet. Spart Strom? Das liegt daran, dass alle Bereiche, in denen sonst Männer gearbeitet haben, einfach nicht mehr funktionieren. Arnold. Na komm, da haben bestimmt auch Frauen. Ja gut, überwiegend Männer, stimmt. Das sind überwiegend Männerjobs. Man findet in solchen Jobs wirklich sehr selten Frauen. Warum rennst du weg? Jeden Tag produziert dein Körper bis zu 70 Millionen Spermien. Du kannst... Oh scheiße, du kannst am Tag 70 Millionen Kinder machen. Wow! Damit bis zu 8 Frauen am Tag befruchten. Aber... Okay, ich hab mich wohl geirrt. Da keine von dir berührt werden möchte, wurde beschlossen, deine Samen künstlich in die Eizellen zu pflanzen. Ach, dann ist es doch langweilig. Und so ist die Zahl der schwangeren Frauen auf 15 Millionen gestiegen. Du bist nicht nur beliebter als alle Kardashians zusammen. Du bist auch zu einer Angelegenheit von nationaler Bedeutung geworden. Frauen, die kümmern sich um dich und mustern dich. Aber es gibt auch eine Kehrseite. Du bist ein Gefangener und hast kein Recht, das Land zu verlassen oder Verpflichtungen auszuschlagen. Oh, scheiße. Deine Samen sind... Das ist dann kein schönes Leben. ...mehr wert als jedes Edelmetall auf der Welt. Ja, und was bringt dir der Wert, wenn du gefangen bist? Und wird bald einen dritten Weltkrieg auslösen. Oh, scheiß, Alter. Es wird alles enden in... Nein. Oh. In 14 Jahren, wenn die Jungen in die Pubertät kommen und selbst Samen produzieren... Also so sah ich nicht aus, wo ich in die Pubertät kam, Alter. Papa. Das Ende war geil. Oh nein. Papa. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr nicht getan habt, abonniert diesen und verabschiedet mich und bin damit raus.